Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Zeugen bewahren Senior vor Telefonbetrug. Indem sie einem Senior am Telefon einen hohen Geldgewinn vorgaukelten, wollten Betrüger einem Senior in Esslingen bei Stuttgart mehrere hundert Euro abknüpfen. Doch zwei Zeugen schritten ein. Am Telefon war einem Senior in Esslingen ein hoher Geldgewinn versprochen worden. Wenn er einige Guthabencodes im Wert von mehreren hundert Euro durchgeben würde, um Zoll und andere Ausgaben zu decken. Als der Mann der Forderung nachkommen wollte, alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten den Betrug noch verhindern. Es gibt also doch noch gute Menschen auf dieser Welt, die mitdenken und dafür sorgen, dass die Betrüger nicht zu ihrem gewünschten Ziel gelangen. Einen fünfstelligen Geldbetrag hatte eine unbekannte Anruferin dem Mann, den Angaben der Polizei zufolge, versprochen. Für die Anzahlung sei jedoch eine Zahlung von mehreren hundert Euro nötig, um Zoll- und Bearbeitungsgebühren zu decken. Der Senior schenkte dem Geldversprechen Glauben und ging in einen Discounter, um dort mehrere Guthabenkarten zu kaufen. Zwei Zeugen kamen dies ungewöhnlich vor, weshalb sie die Polizei alarmierten. Eine Streifenwagenbesetzung konnte den Senior daraufhin über die Betrugsmasche aufklären. Der Mann konnte die Karten tatsächlich sogar zurückgeben und erhielt sein Geld zurück. Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen und rät, solchen Gewinnversprechen nicht zu glauben. Insbesondere, wenn die Auszahlung des angeblichen Gewinns an eine Bedingung, wie etwa eine Gebühr, geknüpft ist. Betroffene sollen demzufolge konsequent auflegen und bestenfalls direkt danach die Polizei einschalten. Es ist schon der absolute Wahnsinn, was es alles für verschiedene Betrugsmaschen gibt. Gewinnversprechen hatten wir hier auch schon auf dem Kanal. Vielleicht ist diese Methode nicht mehr ganz so geläufig, wie es früher einmal war, doch aufpassen muss man hier natürlich heutzutage trotzdem noch. Denn man kann ja sich eventuell mal bei Facebook oder so ähnlich bei einem Gewinnspiel angemeldet haben. Nur meistens landet man dann nicht bei echten Gewinnspielen, sondern tatsächlich auf Scam-Webseiten, die einen eigentlich nur abziehen möchten und einem nicht in Wirklichkeit irgendein Geldwert auszahlen möchten. Zum Thema Guthabenkarten zurückgeben. Hier sieht's tatsächlich ein bisschen schwieriger aus. Wie der ältere Mann sein Geld genau zurückbekommen konnte, weiß ich nicht genau. In der Regel ist es so, dass man diese aufgeladenen Guthabenkarten oder Geldkarten nicht unbedingt wieder zurückgeben kann. Eventuell handelt es sich hierbei um Kulanz des Marktes, in dem er die Karten gekauft hat. Grundsätzlich ist es so, dass man für die Aufladung dieser Guthabenkarten ein zusätzliches Gerät benötigt. Das heißt, die Karten, die an der Kassenwand hängen oder an Tankstellen, die sind komplett leer und können nicht benutzt werden. Man muss mit dieser Karte, deswegen hängen die ja auch frei an dieser Wand, man nimmt die ab, geht damit zur Kasse und sagt, ich möchte den Betrag, der hier draufsteht, auf diese Karte aufladen. Das macht der Mitarbeiter dann. Ihr gebt dem Mitarbeiter Geld und der Mitarbeiter bucht das Geld direkt an die Firma und gibt der Firma Bescheid, dass dieser QR-Code dafür verwendet wurde. Hinter dem QR-Code verbirgt sich dann der Code, den man freirubbeln kann, um, dann dieses Guthaben auf der anderen Seite wieder einzulösen. Dadurch, dass dieser Prozess nicht wirklich rückholbar ist, sind die Gutscheinkarten aufgeladen und können erstmal nicht mehr weiter verwendet werden. Das heißt, der Markt hat hier vielleicht Kulanz walten lassen und vielleicht aus Mitleid diese Guthabenkarten wieder zurückgenommen. Grundsätzlich gilt hier an dieser Stelle tatsächlich, sich nicht darauf verlassen zu können. Das heißt, wenn ihr Guthabenkarten aufgeladen habt, das kann auch so eine Amazon-Guthabenkarte sein, von Sony für die PlayStation und was es da so alles gibt.
Letztendlich habt ihr keinen Anspruch darauf, dass man das Geld wieder zurückgibt. Sind die Karten erstmal aufgeladen, habt ihr die Karten. Da muss man dann im Zweifelsfall sich überlegen, wie man diese Karten dann ja sinnvoll wieder einsetzt, sofern sie dann einmal aufgeladen sind. Nicht jeder hat eine PlayStation zu Hause. Eventuell kann man sich den Enkel annehmen und dem dann damit eine Freude machen, nur das war natürlich dann grundsätzlich nicht Sinn und Zweck der Aufladung. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Telefonbetrug, die sich auf Geldgewinnversprechen beziehen. Eine davon ist das sogenannte Phishing. Dabei rufen die Betrüger an und versprechen einen Geldgewinn, solange man seine persönlichen Daten preisgibt. Oft werden die Opfer aufgefordert, ihre Kreditkartennummer oder Kontodaten anzugeben, um den Gewinn dann eben auch zu erhalten. In Wirklichkeit nutzen die Betrüger diese Informationen, um Geld und andere Güter dann letztendlich zu stehlen. Eine weitere Art von Betrug ist das sogenannte Phishing, also das, was wir hier heute in dem Beitrag dazu hatten. Dabei rufen die Betrüger an und versprechen einen Geldgewinn, wenn man eine Gebühr zahlt. Oft werden die Opfer gebeten, eine Gebühr an eine bestimmte Bank oder an ein bestimmtes Konto zu überweisen, um den Gewinn dann zu erhalten. In Wirklichkeit wird man das Geld dann einfach nie wiedersehen und man wird bestohlen. Eine dritte Art von Betrug ist das sogenannte Farming. Hier rufen die Betrüger an und versprechen einen Geldgewinn, wenn man auf eine bestimmte Webseite klickt. Oft werden die Opfer aufgefordert, auf eine gefälschte Webseite zu klicken, um angeblich einen Gewinn zu erhalten. In Wirklichkeit werden auch hier wieder die persönlichen Daten gestohlen. Alle diese Arten von Telefonbetrug sind sehr riskant. Man sollte niemals seine persönlichen Daten preisgeben oder Gebühren an unbekannte Banken oder Konten zahlen. Auch sollte man keine Links zu gefälschten Webseiten anklicken, sofern man das dann unterscheiden kann. Stattdessen sollte man immer vorsichtig sein und nachdenken, bevor man eine Entscheidung trifft. Also grundsätzlich sollte man sich niemals am Telefon überrumpeln lassen. Schon gar nicht, wenn es um die eigenen Finanzen geht. Das war natürlich nur ein kleiner Teil von vielen, vielen, vielen verschiedenen Betrugsmaschen. Es gibt noch viel, viel mehr. Viele sind heutzutage gar nicht mehr in Mode, aber es gibt doch ziemlich viel, was am Telefon so passieren kann. Auch nicht nur am Telefon, es können natürlich auch jederzeit Betrüger vor eurer Haustür stehen, um euch dann irgendetwas vorzugaukeln, wie zum Beispiel angebliche Polizeibeamte, hatten wir ja auch schon in Videos behandelt. Sollte man grundsätzlich bei fremden Menschen und wenn es in Verbindung mit Geld steht, immer Vorsicht walten lassen. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei allen Kanalmitgliedern bedanken, die über den Button Mitglied werden, also direkt der Button unter dem Video, eine Kanalmitgliedschaft gebucht haben und mich auf diesem Kanal hier monatlich mit einem kleinen Betrag ihrer Wahl unterstützen. Dafür gibt's auch das ein oder andere Goodie, nicht in Form von Videos, aber in Form von Beiträgen und Informationen. Dank eurer Hilfe kann ich den Kanal hier auf jeden Fall immer ein kleines bisschen weiter fortführen und immer ein kleines bisschen upgraden, sodass die Videos auf diesem Kanal Schritt für Schritt ein kleines bisschen besser werden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass vor allem niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Betrügereien auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Und es sind nicht nur ältere Menschen, es betrifft auch jüngere Menschen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da.
Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es in Zukunft etwas Neues auf diesem Kanal hier gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.